Hallo Freunde, heute in dem kurzen Video möchte ich euch hier den Notkocher der Schweizer Armee vorstellen. Sehr praktisches Teil, ihr kennt ja auf meinen Touren oft oder meistens benutze ich eigentlich den Esbit-Kocher, manchmal auch den Trangia Spiritus-Kocher und ein echter Backup für Touren ist auch hier dieser Notkocher, der wird quasi mit so Brennpaste betrieben. Der Vorteil ist, man braucht das Ding nicht wegschmeißen, sondern man kann das immer wieder auffüllen. Ja, und den zeige ich jetzt euch mal. Ein großer Vorteil von dem Gelee ist, dass er sich eben auch mit dem Feuerstarter anzünden lässt. Da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, der brennt jetzt schon. Und am Anfang sieht man die Flamme nicht, ja. Das ist immer ein bisschen kritisch. So, jetzt kommt der Kranz drauf, ja, und dann geht es ans Kaffeekochen. Ja, und wenn es windet, immer dran denken, dann könnt ihr euch ein bisschen so einen Windschutz aufbauen. Gibt es auch zu kaufen, aber hier findet man eigentlich immer natürliches Material. Ja, ihr seht, es dampft schon. Es geht auch ratzfatz. Ja, das Wasser ist jetzt heiß. Und zum Ausmachen einfach den Deckel drauf, den Sauerstoff wegnehmen und eine Weile warten. Das Ding ist natürlich heiß. Habe ich euch ja schon mal vorgestellt, hier die Paratrooper Handschuhe aus dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern. Die sind hier für uns Bushcrafter top, haben einen super Grip und sind ideal, um hier auch arbeiten mit dem Messer, mit der Axt oder sonst zu machen. Glück habe ich auch, die Sonne lässt sich sogar noch sehen. Im Moment hat es noch ordentlich Minusgrade. Umso besser schmeckt der Kaffee. Cheers! Ja Freunde, das war's dann wieder in diesem Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ja. Macht's gut, euer Hans. Ciao!